Guten Morgen, ihr lieben Muschiprinzen. Mein Name ist Oskar der Walliser, oder euch genannt, du da hinter dem Gebüsch, oder lass die Pfoten von dem. Herzlich willkommen meiner Hütte hier zu Obergästlo. Jetzt aktuell bin ich Delfintrainer Zarosa, vorher bin ich Nashornjäger im Dellhölzli gsi und nur davor bin ich Walrossfriseur in Amsterdam gsi. Ja, aber als ich richtig durchgestartet habe, bin ich beim Camionfahren gsi. Weil Camionfahren, das habe ich nicht im Griff gehabt, da bin ich richtig gut gsi. Blinkend, da fahr ich jetzt so durch, du verdammte Hure, verfluchte! Yes, yes, yes! Ja, hallo, Paul, ja. Wo willst du die Ladung haben? Wo willst du die Ladung haben? Das habe ich jetzt letztes Mal meiner Frau gesagt, wo willst du die Ladung haben? Du hast gesagt, mit Job ins Gesicht. Dann nimmst du die Badwanne. Schiess ist ein paar Kibbel Wasser drin. Ich nehme immer die Kibbel aus dem Spiel, weißt du, das Spielwasser aus dem WC, weil ich ja nicht so viel Wasser brauche. Bleib grün, bleib grün, bleib grün, bleib grün, bleib grün, bleib grün. Und nachher kriegst du noch so einen Busch Lavendel drin, ein bisschen Rosmarin, ein bisschen Riebeln, ein paar Zwiebeln und Sellerie. I think the police is crashing in my ass now. Now I have maybe a problem. Hilfe! 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 Ich liege. Hilfe! Oh, jetzt hab ich noch getoucht. Oh, vollgerannt, jetzt ist er angehalten. Jetzt hat Soski fast wieder überstellt, hast du das gesehen? Da hätte der Chef gar nicht Freude gehabt. Wenn ich mal schon wieder einen kaputten Lastwagen heimbringen tue. Aber letztes Mal hat mir der Herr Spedition gesagt, ich müsse aufpassen. Wir geben immer spezielle Grüße. Weißt du, die Töpffahrer, die grüßen einander immer so. Und die Tuner, die Autotuner grüßen einander immer so. Und wir Lastwagenfahrer grüßen einander immer so. Ja. So erkennst du Lastwagenfahrer. Die Freude haben das Hören gar, weil es schmeckt ja gut. Nachher mit diesen Kerzen. Und wenn du das Boot, wenn du das Wasser nicht mehr kannst brauchen, dann tust du es nicht einfach wegschütten. Dann kannst du eine feine Bouillon drin machen. Und wenn die Freude schon drin ist, gibt es eine feine Hühnerbouillon. Ja, ihr ist Oski, yes. Yes, yes, I feel really, really good. In Amerika grüßen wir sie so. Hupe und grüßen. Ja, er sieht, er hat zurückgezeigt. Das hat er gar nicht. Ja, oder zum Beispiel als Pizzaiolo. Wir haben ganz feine Pizzas gemacht hier, du, dann auch. Gut. Ich geh gar nicht so weiter. Ja, oh, Scheiße, wo meine Haare? So, shit. So, gut. Ja, und der Teils ist der, bin ich in einer Werbung tätig gewesen. Habe ich Werbevideos davon mitmachen als Modell. Dann eine Zeit lang ist mir schlecht gegangen. Dann habe ich mich probiert als Einbrecher. Und ja, da haben wir so einen oder den anderen Stutz haben wir da schon gemacht.
Bier durch die Strumpfhose zu reichen, schmeckt nicht so geil. Ich sag es, das ist nicht voll geil. Das schmeckt scheiße. Ui. Ja, oder hier als Wetterfrosch beim Schweizer Fernsehen. Hättest du mir auch mal genug, aber da hättest du mich nicht lange gepoltert. Ich weiß auch nicht wieso. Herzlich willkommen zum Schweizwetter. Mein Name ist Thomas Bucheli und ihr seid alle verdammte Hörer voll Pfosten. So nicht reingeschaltet. Kommen wir nun zum Wetter von heute. Schaut das mal an. Gut. Das eine führt zum anderen und mittlerweile habe ich eigentlich recht erfolgreiche Talkshow hier vom Twitch. Mal schauen, wenn es noch Gang drin, ja. CDs zu verschenken. Zu verschenken. Ja, wer kennt das nicht, die Kalle-Familie? Das Böse macht einfach so. Warte, ich muss furzen. Ah, jetzt habe ich furzen. Habe ich gesagt, der Ständer schaut äusser. Das tut mir furchtbar leid. Das habe ich nicht so gemeint. Wenn mein Ständer hier äusser würde schauen, der passt hier gar nicht ins Bild, Richard. Der ging hier oben, über den Hinterstück drin. Tante Gertrud ist aber schwanger. Ja, auch nicht von mir. Ich weiß, ich muss sagen, ich bin da. Ja, richtig. Ich habe sehr viel Erfahrung gemacht. Damals in Afrika als Giraffo-Hebamme. FKK. Fickende kurdische Kinder. Ja, meine Hobbys, ich tue hören gerne singen. Sometimes I wish I were an angel. Sometimes. Viele sagen, neue Oskar, du hast eine Stimme wie ein Engel, jawohl. Vor allem bin ich ein sehr begnadeter Tänzer. Ich fahre sogar noch fast besser als im LKW fahren. Ja, aber schau jetzt mal. Du dumme Zwetschge. Ah, du bist ein furchtbarer Zwetschge. An deinem Hörer Fittler Audi. Schau mal. Es gibt ein Verkehrschaos, weil ich meinen Göppel hier so parkiert habe. Das wäre aber nicht, dass hier könntest links vorbeifahren. Du dumme Hörer Klepfe. Hallo. Fahr doch da einfach links vorbei, was ist das Problem? Und das allerliebste, was ich machen tue, ich tue gerne auf Drachen reiten. Ja! So, geh mal bitte, Kopf verdorren, ich muss ein bisschen schneller hier. Ich sagte, ich bin ein sehr professioneller Mensch. Vor allem euch Rechtssachkundigen bin ich. Schau mal, da haben wir es gefunden, nicht wahr? Ja? Das Himmelherr geht da drin. Alter, was ist denn da? Man muss da nicht der Kamera nicht rumstehen. Da hockt doch da her. Ah, ja, es ist hey. Hier ist der Grüße. Und meine Nerven, die sind uns Drahtseile nicht. Ich bin ein richtiger nervenstarker Mensch. Komm weg, was ist das? Ich verklipfe ja schon fast, wenn ich Schublade aufmache. Also.
Merci vielmal für 5 Bits, du dummes Arschloch. Und das Wichtigste ist, ich habe ein grosses Herz für die Freude. Flappi, Fluppi, Papi. Yeah, schon wieder gewonnen. Wuh, ich habe es heim. Ja, schmeckt so fein nach Aprikose und nach Schnitzel und nach WC-Hanta. Oh, du bist ein Hörschnacki. Was soll das?